Hallo, mein Name ist Dirk Inz und mein Vorschlag ist ein europäischer Solidaritätsmechanismus. Die EZB soll ein Mandat erhalten, um einen europäischen Solidaritätsmechanismus zu installieren. Dabei erhält sie dann die Befugnis zur Sicherung von Liquidität und Solvenz der nationalen Regierungen, entsprechend Staatsanleihen in nötiger Höhe und auch Dauer ankaufen zu können. Dadurch wird sämtliche Spekulation mit Staatsanleihen dauerhaft beendet, da die EZB nun als Käufer zur Verfügung stände, wenn sonst niemand kaufen möchte. So bleiben auch in Krisenzeiten die Zinsen überall in der Eurozone niedrig und das wäre ein Fortschritt. Vielen Dank.